Hallo und herzlich willkommen beim Crafty Fisherman und ich möchte euch in diesem Clip meine neue Traumkombo vorstellen zum Karpfenangeln. Karpfenangeln mit der Multirolle. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Die erste Nacht ist rum, gestern Abend relativ spät angekommen. Jarek hat mich dann noch hier reingelassen, das ist alles schwer zugänglich, ist alles in Privathand. Die Jungs haben das jetzt relativ kurz erst gepachtet, das Gewässer. Und ja, das ist jetzt so eine Operation Bestandsaufnahme, es sind mehrere Seen. In einem durfte ich schon angeln, vor ein paar Monaten. Hab da zwei richtig gute Fische gefangen. Und an den See, wo wir jetzt sind, gibt es im Prinzip so gut wie keine Infos. Die Jungs ist eine relativ kleine Pachtgemeinschaft, die das jetzt, glaube ich, das zweite Jahr haben. Und ja, da müssen wir mal schauen. Das ist jetzt ein bisschen Urlaubsangeln hier gewesen. Und natürlich auch der Situation geschuldet, dass ich so spät da war. Einfach schnell die Ruten rausgezogen und die Nacht ist kein Biss gekommen. Jetzt ringe ich erstmal einen Kaffee. Und was mir aber sehr aufgefallen ist, ich habe jetzt die Ruten mal reingeholt und die Köder haben so einen ganz bestimmten Geruch angenommen. Und da weiß ich aus der Vergangenheit heraus, in vielen Gewässern, wo ich geangelt habe, zum Beispiel Erfurter Raum war das auch mal so, da gab es ein Gewässer, wo das ähnlich war. Und da habe ich nur gefangen, wenn ich wirklich ganz harte Stellen gefunden habe, Kiesbänke oder so, irgendwas in der Richtung. Und deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall die Ruten nochmal reintun und dann mit dem Lotblei. Aquascope bringt mir hier nicht viel, weil das Gewässer relativ trüb ist. Man sieht nicht wirklich viel. Deswegen werde ich das gleich im Auto lassen. Ich habe es nur zur Sicherheit mitgenommen. Aber mit dem Lotblei, glaube ich, ist jetzt hier die wichtigste Waffe und versuche auf jeden Fall einen harten, sehr harten Untergrund zu finden, wo ich einen Rig ablegen kann. Und dann schauen wir mal. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit auf jeden Fall vor mir, aber ich habe ja noch zwei Tage Zeit. Wie gesagt, gestern Abend, die erste Nacht, ist leider nichts passiert, kein Fisch gefangen, gehört aber dazu.
Gerade wenn man so überhastete Aktionen macht, ist das selten von Erfolg gekrönt. Gerade an Gewässern, wo man sich nicht auskennt, wo man keine Informationen hat. Ja, es sind Karpfen da, soweit so gut, aber alles andere fehlt dann halt. Und das müssen wir uns jetzt Stück für Stück zusammensetzen, das Puzzle. Und das macht auch Spaß, das ist die Herausforderung. Wir werden sehen, was passiert. Und ihr seid natürlich, wie immer, live dabei. Das Thema Multirolle ist bei mir, liegt viele, viele Jahre zurück. Ich habe damals ein Buch in der Hand gehabt von Kai Simbold, was 95 rausgekommen ist. Das hat bei mir nochmal ja, das Karpfenfieber richtig losgetreten und da war schon ein ganz kleiner Bericht drin, dass es eigentlich doch am sinnvollsten wäre, auf Multirollen beim Karpfenfischen zurückzugreifen. Das ist aber eigentlich nie wirklich hochgekommen. Ich habe dann zwar Anfang 2000 mal einen Österreicher am Cassien in Südfrankreich kennengelernt, der mit Multirollen gefischt hatte, aber das war auch der einzigste, den ich da gesehen habe. Ansonsten ist das nie wirklich hochgekommen und ein wesentlicher Punkt dabei wird sein, dass die Übersetzung von den Multirollen bisher immer schlecht war und man hat quasi ganz, ganz wenig Schnur aufgenommen. Die normalen Multirollen zum Vertikalfischen etc., die haben 66 cm Schnureinzug und im Gegensatz zu einer Stationärrolle mit 1,7 m pro Korbelumdrehung ist das natürlich um Welten. Und wenn man dann auf weite Distanzen auslegt, hält man so gut wie keinen Druck und man korbelt sich auf Deutsch gesagt einen Wolf. Mittlerweile ist aber die neue Generation von kleinen Vertikalrollen bzw. auch zum Ansitzfischen die neuen Multirollen so auch in der Übersetzung, dass es hier ähnlich ist wie bei den Stationärrollen. Ich habe jetzt 97 cm Schnureinzug mit einer Korbelumdrehung, komme da fast an die Stationärrolle ran und habe den riesen Vorteil, und darum geht es eigentlich, ich habe keinen Schnurdrall mehr. Die meisten von euch da draußen, die regelmäßig auf Karpfen fischen, werden das Problem kennen und dabei kommt es nicht darauf an, eine Rolle zu verwenden, die mehrere hundert Euro kostet. Das Problem ist bei jeder Rolle. Wenn ihr Schnüre im Einsatz habt, gerade vorne dran monophile Schlagschnur ist da besonders anfällig dafür und ihr habt ein paar Fische gedrillt und drillt nur mal über den Schnurbügel, entsteht Drall. Und wenn ihr dann alleine die Ruten setzt, hier ist das jetzt noch relativ neu, da ist es noch gar nicht so schlimm, springt euch meistens dann die verdrallte Schnur von der Rolle. Zum einen verliert sie natürlich an Tragkraft. Das ist ein wesentlicher Aspekt, aber was wirklich nervig ist und ich hoffe, die meisten können das da draußen nachvollziehen, ist, wenn man dann den Bügel aufmacht, es springt so eine Perücke runter, teilweise verdreht sich es dann oben um die Rutenspitze. Wenn man dann noch Wind hat, ist alleine auf dem Boot und muss noch rudern, kommt man da sehr schnell an seine Grenzen. Mit Multirollen habe ich dieses Problem überhaupt nicht mehr. Null. Ich habe keinen Schnurdrall, weil ich natürlich kein Schnurlaufröhrchen habe. Und habe dadurch ein absolut angenehmes Auslegen. Und das ist für mich der Riesenvorteil. Wie gesagt, die Übersetzung erlaubt mittlerweile das schnelle Einholen auch vom Köder bzw. die Kontaktaufnahme zum Fisch, wenn ich mit dem Boot auf dem Fischschuh fahre. Und ich werde jetzt die kleinen Blackhead Vertikal Multirollen auf meinen 3 Meter Karpfenruten lassen. Ich finde das ein mega Setup. Es ist super leicht. Ich habe 300 Meter 0,30er Schnur auf dem Multirollen montiert, habe vorne dran hier in dem Fall aktuell eine 0,60er Monophile, ungefähr 8 Meter hatte ich davor geschaltet, habe kein Problem mehr mit Drall, ich kann das alleine legen, ich stelle mir die Bremse ein beim Zurückfahren, lege mir die Rute nur hin, es hakt nichts,
werden auch viele nachvollziehen können mit einer Stationärrolle, wenn man zurückfährt und die Spule wird immer leerer, hakt dann die Schnur, dann muss man teilweise mal das unterstützen, damit die Schnur abläuft und das gibt es halt bei Multirollen nicht mehr. Sieht vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus, definitiv, weil es halt nicht bekannt ist oder dem wenigsten bekannt. Ich finde aber die Kombi für mich mega. Ich habe sie jetzt das erste Mal intensiv getestet. Ich werde das beibehalten. Ich hoffe, das ist für euch ein wertvoller Tipp. Schaut euch das mal an. Ein super geiles Drillen, auch wirklich ein geiles Feeling gewährleistet. Und ihr habt kein Problem mehr mit euren Schnüren, die ihr nach einer Saison tauschen müsst, weil die so verdrallt ist, dass nicht nur die Tragfähigkeit drunter leidet, sondern man kann sie eigentlich nicht mehr fischen. Das wird euch damit nicht passieren. Drei Tage Karpfenfischen gehen für mich hier jetzt zu Ende und es war extrem anspruchsvoll und hat mich seit langem mal wieder richtig an meine Grenzen gebracht. Der Anfang mit den Inline-Bleien bzw. einfach nur die Ruten abzulegen auf dem vorgefütterten Platz funktioniert hier überhaupt nicht. Das hängt zum einen mit dem Grund zusammen. Wir haben hier sehr, sehr viel Faulschlamm, Faulgase. Das ist da, wo ich dann die Köder am nächsten Morgen kontrolliert habe, die erste Nacht dadurch komplett auch ruhig. Das ist halt immer der Nachteil, wenn man irgendwo hinkommt und da denkt man schnell, das Rad neu zu erfinden. Das ist nicht möglich. Dann habe ich viel Zeit investiert und habe mir das Gewässer wirklich mal von links auf rechts gedreht, habe geschaut, was können die Fische fressen, wo sind die Fische tagsüber, wo halten sie sich auf. Ich habe viele Fische gesehen. War aber dann schon skeptisch, weil extrem viele kleine Fische dabei waren. Das Größte, was ich gesehen habe, war vielleicht 15, 16 Pfund im Dreh. Die haben teilweise auch Brötchen genommen. Das Problem war, ich konnte nicht auf die angeln, weil die mitten im Holz hochgekommen sind und haben sich dann das Futter geholt. Da war absolut klar, ich reiß da jeden Fisch ab, selbst wenn ich einen Biss bekomme. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Ich habe dann alles umgebaut. Erstmal das Rodpod, zum Glück hatte ich es dabei, damit die Ruten einen sicheren Stand haben und habe dann die Ruten durchgespannt. Das Ganze habe ich schon mal abgedreht bei einem anderen Film, den habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, deswegen werde ich diesen eigentlichen Angelstil mit den Clips und mit den Stöcken gar nicht weiter vorstellen, weil genauso habe ich es hier auch gemacht, obwohl der Film damals, ich glaube 6 Jahre liegt er mittlerweile zurück, ist hier genauso vom Angelstil her alles voll mit Hindernissen. Ich habe 7 Runs insgesamt gehabt, habe einen Fisch kurz vorm Kescher ausgeschlitzt, das war aber ein kleiner. Und dann letzte Nacht kam ich wirklich an meinen Nullpunkt an, einen guten Fisch drauf bekommen, aber auch den wieder in den krassen Hindernissen verloren. Hat sich sehr gut angefühlt im Fisch, ich habe ihn aber nicht gesehen. Und ja, wie gesagt, das hat mich hier wirklich an meine nervliche Belastungsgrenze gebracht, weil ich die anderen Fische, wie gesagt, einen ausgeschlitzt und die anderen alle bombenfest, die sind irgendwo reingelaufen. Und deswegen habe ich jetzt nochmal alles dann umgebaut mit Subfloats, alles fest dann gemacht und konnte dann glücklicherweise nochmal meinen Bonusfisch hier fangen. Der hat den Lichtblick wieder ja, durchschimmern lassen, auf jeden Fall die Session für mich dadurch nochmal gerettet, ein super toller Fisch. Der Bestand hier ist schwer einzuschätzen, was da an großen Fischen da ist. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, obwohl es für mich sehr weit ist. Aber das Gewässer an sich ist schon mega, wirklich extrem anspruchsvoll, das macht es natürlich auch wieder reizvoll. Und das nächste Mal werde ich gleich anders agieren, um die vielen Fischverluste vorher gleich kompensieren zu können. Mit den Subfloats, das hat jetzt soweit geklappt. Wenn man keinen Druck macht, nachdem der Fisch gebissen hat, bleibt der meistens stehen. Man kann hinfahren.
direkt über dem Fisch und kann ihn dann so schnell wie es geht nach oben pumpen und dann dort keschern. Euer Benjamin Gründer, bis zum nächsten Clip, ciao.